Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Eine neue Folge von RockTV. Willst du werden gescheit und schlau, schaust du regelmäßig RockTV. Sehr, sehr geil, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gesund, fit, stark und dir geht's richtig, richtig gut. Ich habe heute ein Mindset-Thema mitgebracht, ein brandaktuelles, das ich gerade vor kurzem erlebt habe. Da gab es ein Erlebnis kurz vor meiner OP und genau dieses Erlebnis möchte ich mit dir teilen in den nächsten paar Minuten. Ja, und falls du zum ersten Mal mit dabei bist, mein Name ist Chris The Rock, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität und viel, viel mehr. Unsere Rock Kitchen Bio-Gewürze, unsere T-Rock Bio-Tees, das heißt, bei uns ist alles in feinster Bio-Qualität. Darüber hinaus gibt es noch unsere Rock Health Mikronährstoffe bis hin zum Rock Academy Verlag mit diesem feinen Büchlein da neben mir, bis hin zum Mentoring-Programm und vieles, vieles mehr. Du findest alles unter rock-sports.at. Und das, was mich antreibt, mindestens zwei solcher feinen RockTV-Folgen wöchentlich für dich aufzunehmen und vorzubereiten, ist es, dass ich meine Begeisterung für ein gesünderes, nachhaltiges und geileres Leben mit dir teilen möchte. Wir alle haben so viel Potenzial, ob das jetzt körperlich, gesundheitlich, mental ist, und das reizt mich einfach, mich immer da weiterzuentwickeln. Und genau auf dieser Reise möchte ich dich mitnehmen und vielleicht dich dadurch begeistern, auch das eine oder andere umzusetzen. Denn in Wahrheit ist das alles ein riesengroßes Geschenk und da bin ich extrem dankbar und freue mich auch, dass ich das mit dir teilen kann. Das heißt, wenn du sagst, die Inhalte helfen dir weiter, die sind spannend, die sind cool, dann teile sie mit Menschen, denen das auch weiterhelfen kann. Lass uns ein Abo da, ein Like da, ein Kommentar da, zeige uns das, dass dir das hilft. Denn sharing is caring. Hilf uns, das Ganze weiter zu verbreiten, denn am Ende des Tages ist der RockTV-Kanal auf YouTube klein und fein, wächst stetig, aber wir wollen natürlich noch weiter wachsen. Wir wollen die Inhalte weiter verbreiten und genau da kannst du deinen Beitrag leisten. Genauso auch am Rockcast, wenn du in Audioform beim Podcast dabei bist, kannst du unsere Podcast-Bewertung da lassen. Wenn du einen Mehrwert davon hast, würde mir das sehr viel bedeuten, wenn uns du diese Rückmeldung da lässt. Um was geht's heute? Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Mindset. Heute geht es um Methodiken, Herangehensweisen, die dir dabei helfen, auch in herausfordernden Zeiten, wenn es mal nicht so wie geplant läuft, ein positives Mindset, eine positive Stimmung beizubehalten. Und es geht heute nicht um das Thema, das ich erlebt habe. Du siehst hier ein großes weißes Pflaster. Ich hatte vor kurzem meine Operation, meine erste Verletzung im Kraftsportbereich und dementsprechend die OP dazu. Gibt's zwei, drei andere Videos mittlerweile, die verlinken wir alle unten in den Shownotes. Falls du das wissen möchtest, schau dir die an. Das würde diese Folge heute sprengen. Auf alle Fälle, kurz vor der OP, wo das da passiert ist, hatte ich ein Erlebnis. Und dieses Erlebnis ist mir jetzt schon mehrfach wieder in den Sinn gekommen. Das war eine richtig geile Erkenntnis und die möchte ich mit dir teilen. Mir geht es darum, brandaktuelle Dinge, die einfach einen geilen Impact für den Alltag haben, die möchte ich teilen und genau das mache ich heute. Die Geschichte dahinter, was ist passiert? Am 30. November 2023 um circa 6:30 morgens saß ich im OP-Wartebereich eines Klinikums. Ich war an dem Tag einer der ersten dran, um operiert zu werden, meine Bizepssehne, meine Distale wieder festzumachen. Wie gesagt, was passiert ist, findest du unten verlinkt in den Shownotes. Auf alle Fälle, ich glaube, ich war der Zweite, der den Warteraum betreten hat. In der Früh ganz ruhig noch, das ganze Klinikum, alles ganz entspannt, also es ist noch alles quasi schlafend. So, und dann hat mich auch die liebe Vorbereitungsschwester da begrüßt, das Personal vor Ort, extrem herzlich, guten Morgen, sehr, sehr cool. Also du kommst da schon einmal rein mit einer richtig guten Stimmung. Ich habe gemerkt, die Dame, die gegenüber von mir gesessen hat, die war ein bisschen angespannt natürlich, wenn man operiert wird oder OP bevorsteht, ist das, glaube ich, immer ja, ein bisschen Anspannung. Mir ging es ehrlicherweise ganz gut, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist einfach was Unvorhergesehenes. Dementsprechend ist man natürlich angespannt. Und die OP-Schwester, die ich gerade erwähnt habe, die hat einfach dafür gesorgt, mit ihrer freundlichen, netten, zuvorkommenden und hilfsbereiten Art, dass sie für gute Stimmung sorgt. Und die hat genau gewusst, okay, da sind ein paar Leute dabei, die angespannt sind und die kann man einfach mit einer lockeren Art ein bisschen besänftigen. Und sukzessive kamen da mehr Leute dazu, dann waren wir 4 Leute, dann waren wir 6 Leute, 7, 8 Leute. Das heißt, der OP-Wartebereich, der Vorbereitungsbereich für die Operationen,
der füllte sich immer mehr. Das Personal blieb aber immer gleich. Es war mal eine Schwester da, die war die ganze Zeit da und dann gab es noch eine zweite, die ab und zu vorbeischaute. Aber am Ende des Tages war die ganze Arbeit bei dieser einen Person. Und die waren nichtsdestotrotz immer extrem hilfsbereit. Und da habe ich einen riesen Respekt vor, generell vor allen Bereichen, vor allem Menschen, die im Gesundheitsbereich, im pflegenden Bereich arbeiten, unpackbar. Man hat einfach gemerkt, die Dame war hoffnungslos unterbesetzt. Also nicht sie, aber die Stelle sozusagen. Also die hätte wahrscheinlich mit drei weiteren Schwestern auch noch genug zu tun gehabt. Sie war aber trotzdem immer gut drauf. Und sie hat trotzdem uns gegenüber, dem Patienten gegenüber, immer hilfsbereit geklungen, fröhlich, sie hat auf Österreichisch gesagt Schmäß gemacht, sie hat Witze mit uns gemacht und so weiter, dass einfach das Ganze ein bisschen auflockert. Aber wenn man dann ein bisschen genauer hingehört hat, wenn sie dann im Hinterbereich, im Hinterzimmer war und vielleicht einmal mit einer Kollegin gesprochen hat, hat man dann gemerkt, okay, die ist richtig angespannt. Die ist einfach an ihrer Kapazitätsgrenze. Da ist scheinbar nicht nur die letzten Wochen, sondern auch Monate, vielleicht Jahre, immer an der obersten Kapazitätsgrenze. Das heißt, unendlich viel Arbeit und schlicht und einfach zu wenig Personal. Und als sie aber dann wieder rauskam im Wartebereich und mit uns gesprochen hat, hast du gemerkt, boah, die versprüht ehrliche, gute Stimmung. Auf der anderen Seite im Hinterbereich merkt man, boah, die ist einfach angespannt, die ist an der Kapazitätsgrenze, aber das hat sie uns nie spüren lassen. Und das ist schon einmal der erste Schritt, wo ich einen riesen Respekt habe, dass Menschen, die selbst sehr am Limit sind, trotzdem der Liebe den anderen gegenüber eine gute Stimmung bewahren. Also riesen Respekt an dieser Stelle. Ja, das ist einmal das eine. Aber das ist noch gar nicht der Punkt, den ich da mitteilen möchte. Auf alle Fälle, der OP-Warteraum füllt sich und irgendwann dann komme ich dran. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie lange es dauert hat, völlig egal. Auf alle Fälle komme ich dann in das Hinterzimmer, wo man dann eben als Patient für die OP vorbereitet wird. Man zieht sich da komplett aus und dann bekommt man diese hübschen, schönen Mäntelchen, die du vielleicht schon einmal im Fernsehen gesehen hast oder hoffentlich noch nicht selbst anhattest. Das sind diese Mäntelchen, die vorne verschlossen sind, wo man mit den Armen reinschlüpft und die aber hinten offen sind. Das heißt, richtig geiles, cooles Gefühl, sehr, sehr hübsch und fein. Auf alle Fälle habe ich mir dieses Mäntelchen angezogen und dann sitze ich mir eben auf das OP-Bett, mit dem man dann danach in den OP geschoben wird. Ja, und dann kommt eben auch die vorher erwähnte OP-Schwester rein und super Schmäh, wir haben Schmäh geführt, es ist eine Gaude gewesen, coole, coole Stimmung. Und da ist es mir immer ganz, ganz wichtig, wenn ich merke, dass sich Menschen besonders anstrengen und ich da einfach einen Respekt vor diesen Aktivitäten habe, dann will ich, dass ich es diesen Menschen auch zeige. Und habe dann eben, als ich da auf dem OP-Bett saß und sie mir die erste, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, die Nadel reingestochen hat etc. für die Vorbereitung, habe ich ihr dann eben genau das gesagt, was ich da erlebt habe, dass im OP-Wartebereich super Stimmung war und ich gemerkt habe, dass im Hintergrund sie überlastet ist und hat gesagt, ja, das ist seit Monaten, seit Jahren so. Und dann hat sie einfach was gesagt und das war dann eben das, was mir mehrfach wieder hochgekommen ist, woran ich immer wieder gedacht habe. Und ich habe es mir hier auch notiert, damit ich es auch ungefähr richtig wiedergebe. Sie hat so gesagt, oder ich habe so gesagt, dass ich es geil finde, wie sie gut drauf ist. Und auch wenn es nicht so gut läuft und sie scheinbar am Kapazitätslimit ist, dass sie trotzdem Freude versprüht und für gute Stimmung sorgt. Und das nicht nur aufgesetzt, sondern wirklich von Herzen aus. Das merkt man. Du merkst es, wenn jemand aufgesetzt etwas tut oder du merkst, wenn jemand etwas wirklich von Herzen aus tut. Und sie hat das vom Herzen aus gemacht. Und dann hat sie zu mir gesagt, das weiß ich noch, als ich da in meinem hübschen Kittelchen auf dem Bett saß und sie vor mir saß und da Dinge vorbereitet hat, hat sie gesagt, ja Chris, auch wenn ich schlecht drauf bin, wird die Arbeit nicht weniger. Dann habe ich mir gedacht, stimmt eigentlich. Ja. Aber ich glaube, dass viele Menschen das nicht umsetzen. Sie hat es aber umgesetzt. Auch wenn ich schlecht drauf bin, wird die Arbeit deswegen nicht weniger. Und das ist einfach so was Geiles. Und das bringt mich eben genau zu dem Kernpunkt dieser Folge. Unsere Einstellung können wir einstellen. Das heißt, wie wir auf Dinge reagieren, liegt in unserer Hand. Der Viktor Frankl spricht von der letzten menschlichen Freiheit. Es gibt etwas, was passiert und dann gibt es unsere Reaktion darauf. Und dazwischen ist die letzte menschliche Freiheit, wie sie ja bezeichnet. Das heißt, wir entscheiden, wie wir auf eine Situation reagieren. Und die OP-Schwester, die ich gerade erwähnt habe, die hat gesagt, auch wenn ich schlecht drauf bin, die Arbeit wird nicht weniger. Jetzt bin ich doch einfach gut drauf und dann kann ich ja Freude daran haben, auch wenn es natürlich Dinge gibt, die ich nicht ändern kann, die halt suboptimal sind. Aber machen muss ich es trotzdem, dann mache ich es einfach mit Freude und mit Liebe sozusagen. Das hat man bei ihr extrem gemerkt.
Das heißt, sie hat ihre Einstellung eingestellt. Und das ist richtig, richtig geil. Und da jetzt ein kleiner Übertrag auf meine Situation. Vielen Dank für die lieben Zuschriften nach wie vor. Chris, wie geht's? Ich wünsche dir das Beste, schnelle Genesung und so weiter. Wie geht's dir damit, dass du jetzt nicht mehr powerliften kannst, so wie du es möchtest? Wie schaut es jetzt mit deinen Zielen aus und so weiter? Ja, das ist nicht cool, dass das passiert ist, aber am Ende des Tages bringt es auch nichts, wenn ich jammere, dann wird es auch nicht schneller besser. Stattdessen sehe ich es als Herausforderung und kümmere mich jetzt um Dinge, die ich vielleicht vorher, wo ich mir vorher keine Zeit genommen habe. Ich kümmere mich jetzt um den Männerspagat, den ich vorher immer nur zu wenig trainieren konnte, eben aufgrund meiner Powerlifting-Ziele und Bodybuilding-Ziele. Jetzt kann ich mich um andere Dinge kümmern. Das heißt, ich sehe es als Chance, ich sehe es als Herausforderung. Und in Wahrheit, ja, es ist meine rechte Hand ein bisschen beleidigt, aber am Ende des Tages kann ich alles tun. Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken, habe ein Dach über dem Kopf, habe eine Familie. Was will ich mehr? Ich habe alles. Klar, wenn jetzt das noch weg wäre, wäre es noch cooler, aber am Ende des Tages, unter Anführungszeichen, ist es wurscht. Das ist etwas, was vergeht und wenn alles gut läuft, wird es genauso wieder sein wie vorher, hoffentlich sogar besser. Und das ist mein Anspruch. Ich stelle meine Einstellung ein, dem gegenüber. Und in Wahrheit gibt es nichts zum Jammern. Es ist alles ideal, außer halt das, dass es nicht so perfekt ist. Und wenn ich es jetzt mit der Situation der OP-Schwester vergleiche, die hat viel, viel mehr Herausforderungen und geht damit positiv um. Es gibt viele, viele Menschen, die deutlich größere Herausforderungen haben, als das jetzt ist. Das heißt, wie gesagt, zusammengefasst, es ist tragisch, ja, es ist furchtbar und so weiter, aber am Ende des Tages ist es völlig wurscht, es wird wieder werden. Ich sehe es als Herausforderung und was ich dir da jetzt mitgeben möchte, und das ist auch etwas, was du sehr, sehr detailliert in diesem Buch findest, sind drei Punkte. Wir können unsere Einstellung einstellen, das habe ich vorhin schon gesagt. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir über Dinge denken. Und wir haben auch die Selbstverantwortung bei unserer Einstellung. Denn niemand kann für dich gut drauf sein. Niemand wird kommen und sagen, ah, lieber Hansi, lieber Seppi, liebe Birgit, du bist schlecht drauf, ich werde jetzt für dich gut drauf sein, dann geht es dir besser. Das ist genauso wie beim Thema Gesundheit, beim Thema Sport, beim Thema Ernährung. Niemand wird für dich kommen und für dich gesund essen. Auch wenn er es versucht, wird es nichts bringen. Niemand kann für dich Sport betreiben. Niemand kann sich um deine Gesundheit kümmern im aktiven Sinne. Das müssen wir selbst tun. Und genauso sind wir dafür verantwortlich, für unser Mindset, wie wir über Dinge denken. Und wie gesagt, unsere Einstellung können wir einstellen. Punkt Nummer 1 ist die Selbstverantwortung der Einstellung. Wir sind dafür verantwortlich und natürlich gibt es immer Ausnahmefälle, aber in den allermeisten Fällen können wir das bewusst und aktiv beeinflussen, wie wir über Dinge denken. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wissen wir zumindest, hey, in dem Bereich ist etwas zu tun. Und ich behaupte, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, Herausforderungen hat, was das Thema Mindset betrifft. Und da ist zum Beispiel der Leistungssport, der Kraftsport oder auch das Unternehmertum eine super Challenge. Man wird ständig, wird einem der Spiegel vorgehalten und man muss sich ständig weiterentwickeln, um größer, besser, stärker weiterzukommen, wie auch immer. Das ist das, was ich liebe, diese Herausforderung, ständig über sich hinauszuwachsen und einfach die beste Version seiner selbst zu werden. Punkt Nummer 2. Wir können unsere eigene Realität durch die Gestaltung unserer Denkweise beeinflussen bzw. gestalten. Der Untertitel meines Buches lautet 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße und jetzt kommt's, die dein Leben zum Wunschkonzert machen. In Österreich, wir sind ja ein super Jammervolk, da wird immer alles zu Tode gejammert. Da heißt es, naja, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Und deshalb habe ich gesagt, genau deshalb verwende ich den Titel, den Untertitel, aber genau in umgekehrter Folge. Ich behaupte, das Leben ist in größten Teilen ein Wunschkonzert. Wir können unsere Realität durch unsere Denkweise beeinflussen. Setzt aber voraus, dass wir Selbstreflexion betreiben. Dass wir merken, okay, auch wenn ich da jetzt so herumjammere, dass ich jetzt draußen, dass es gatschig und regnerisch und feucht ist, kann ich einfach dankbar sein, dass es mir trotzdem gut geht. Und in Wahrheit, das Wetter, übers Wetter jammern, ist ja das Allerärgste. Wir können es nicht ändern. Und Punkt Nummer 3, Stichwort Resilienz. Ich habe es in vielen RockTV-Folgen schon erwähnt. Resilienz ist im Grunde der Begriff, wo man sagt, das ist die Fähigkeit, dass wir auch mit schwierigen Situationen umgehen können. Und schwierig ist immer, liegt immer im Auge des Betrachters. Das heißt, schwierig kann sein, jetzt bin ich hier verletzt und kann meinen rechten Arm leider nicht so beanspruchen, wie ich ihn möchte. Schwierige Situation kann
jene sein, die ich vorhin von der OP-Schwester zitiert habe, die einfach Monate, Jahre lang an ihrer Kapazitätsgrenze ist und trotzdem, das habe ich so einen riesen Respekt davor, trotzdem schaut, dass es einfach den Menschen, den Patienten, ihren Kunden quasi gut geht. Das kann aber auch sein, dass, und da möchte ich jetzt gar keine politischen Themen adressieren, wenn man jetzt von Österreich nach Ost, in den Osten geht, einige hundert Kilometer, was da gerade passiert, dann können wir in Wahrheit alle Probleme, die wir hier haben, wenn wir ein Dach über dem Kopf haben, gesund sind, was zu essen, zu trinken haben und so weiter, geht es uns in Wahrheit besser wie den Großteil dieser Menschen. Und dafür müssen wir einfach dankbar sein. Und das ist, ich glaube, wenn man das in Relation bringt, und das versuche ich immer wieder bei mir selbst auch, natürlich geht es mir auch so, manchmal denkt man sich, boah, das wäre aber schon cool und das wird, warum geht das nicht und so weiter. Am Ende des Tages, wenn man diese Relation wieder herstellt, merkt man, dass es eigentlich um nichts geht und dass es eigentlich uns so geil und gut geht. Und ich glaube, wenn man diese Dankbarkeit an den Tag legt, dann geht es einem von Haus aus schon viel besser. Und da sind wir wieder dabei, die Einstellung kannst du einstellen. Ja, das waren die drei Punkte heute und diese Geschichte, die ich da erlebt habe, und da freue ich mich, wenn ich die teilen konnte. Und wenn die liebe Dame das sieht, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, danke, dass wir das gemeinsam machen konnten. Danke, dass du diese coole Aussage getroffen hast. Auch wenn ich schlecht drauf bin, wird die Arbeit trotzdem nicht weniger. Ich glaube, dir war in dem Moment gar nicht bewusst, was du gesagt hast, aber das hat bei mir noch einmal einiges bewegt und zeigt einfach perfekt, dass wir unsere Einstellung einstellen können und dass wir selbst dafür Verantwortung übernehmen können, wie diese Einstellung ausschaut. Selbst reflektieren und schauen, wo sind Baustellen, wo können wir uns weiterentwickeln. Und natürlich gibt es, wie gesagt, immer Herausforderungen in unserem Mindset, Glaubenssätze, die einfach hartnäckig über Jahre, Jahrzehnte vielleicht in uns schlummern. Aber der erste Schritt, diese aufzulösen, ist, dass man einmal das Ganze transparent macht. Und das sorgt dafür, dass man dann den nächsten Schritt machen kann. Und wenn du sagst, das ist geil, dann möchte ich mehr hören davon, dann empfehle ich dir unbedingt, dass du dir eine Kopie dieses feinen Büchleins holst. Eine Anleitung fürs Leben ist unten verlinkt in den Shownotes. Das sind im Grunde meine Mindset-Learnings der letzten 10 Jahre. Steht im Untertitel 78 Lektionen, Erkenntnisse und Denkanstöße. Und das, was wir jetzt in knapp 20 Minuten besprochen haben, findest du 78 feinste Versionen davon, also nicht nur um das eine Thema, sondern unterschiedlichste Bereiche, 78 Lektionen, wo es genau um das Thema Mindset geht. Und damit bist du sicher aufgestellt. Warum? Nicht nur, weil ich das Buch geschrieben habe, sondern weil das alles Praxispunkte sind. Das sind alles Praxiserfahrungen, die ich selbst erlebt habe und die wünsche ich dir, dass du sie genauso gut umsetzen kannst, wie es mir gelungen ist. Ja, und dann zweite und letzte Input noch. Wenn du das Thema Mindset sehr, sehr spannend findest und dieses Buch auch schon hast, dann empfehle ich dir trotzdem, dass du mal durch die RockTV und Rockcast-Folgen durchscrollst. Da gibt es viele geile Mindset-Folgen und ich sehe es an den Downloadzahlen und an den Views, welche Bereiche da spannend sind. Und da sind immer wieder die Mindset-Folgen vorne mit dabei. In diesem Sinne, ich freue mich auf dein Abo, ich freue mich auf deinen Kommentar, dein Feedback zu dem Thema, ein Like zu dem Video und ich freue mich, wenn du das Video mit Menschen teilst, die vielleicht gerade Herausforderungen haben und sagen, boah, ist gerade eine schwere Zeit, vielleicht hilft ihnen dieses Video weiter, damit sie an ihrer Einstellung arbeiten können und vielleicht es zu ihren Gunsten entsprechend adaptieren können. Herzlichen Dank, feinste Grüße und wir sehen uns demnächst.